Moin. Entschuldigung. Moin, moin und willkommen zurück bei Valheim. So, wir haben irgendwo hier unser Schiff hingepackt und wir werden heute rübersetzen auf die Insel mit dem Uralten. Natürlich erst nach einer entspannten Nacht. Ich bin sehr gespannt, wie das da drüben wird. Natürlich müsste ich mir da drüben auch direkt ein Portal oder so setzen, weil wenn wir jetzt sterben da drüben, das wäre fatal. Also eigentlich müsste ich dafür sogar noch eine feste Installation einplanen. Aber alles eine Sache der späteren Zeit. So, hier die Erze. Geil. So. Du bist mobil, ne? Ja. Wir nehmen die Sachen natürlich mit, die wir hier haben. So, zack. Zack. Gutes Gespräch. Ab aufs Boot. Mal gucken, ob ich die Steuer noch halbwegs hinkriege. Ja, ich muss hier gerade. Ich muss hier gerade ein bisschen überlegen. Unser Wind steht perfekt. Und Vollgas. Naja, steht nicht perfekt, aber. Ein bisschen drehen können wir sogar noch. Oh yeah. Oh, die Musik. Lass sie uns einen Moment genießen. Ich werde das natürlich später nochmal so handhaben, wie ich das auch schon in Staffel 1 hatte. Wenn wir größere Fahrten haben auf dem Boot, werde ich da wahrscheinlich immer ein bisschen schneiden und ein bisschen Musik hinterlegen. Land in Sicht! Oh, ist das geil! Ich muss auch sagen, diese Schiffsfahrt bei Valheim ist eine von den Sachen, die ich in dem Spiel so. Also eine von den Eigenschaften im Spiel, die ich am meisten feiere. Es ist einfach nur geil. Düster Wald. Oh, das ist Bonner nach der Küste. Zwei an der Küste. Und eine Trollhöhle. Wir werden mal anlegen an dem Felsen da vorne. Jetzt rudern wir. Ja. Anhalten, anhalten, anhalten. Ein Träumchen. So, erstmal das Wichtigste.
So. Jetzt kommen wir zumindest immer wieder hin. Nein! Sind die Sachen noch? Oh. Oh. Wir werden uns jetzt mal um den Spawner hier kümmern. Einen Stein abbekommen. Na? Einer mit Sternchen. So. Uralter Samen. Perfekt. Den brauchten wir auch für irgendwas später. Wow, was ist denn hier los? Geil. Na, komm. Ist hier irgendwo direkt noch ein Spawner? Ich habe einen an der anderen Küste. Ach so. Das Gebäude hier. Ach so. Boah, direkt Sinn, ne? Moin. Eigentlich würde ich das jetzt schon gerne direkt mitnehmen, wenn man schon mal hier ist und mit dem Schiff eingeparkt hat, ne? Oh yeah. Ach, da kann ich jetzt nicht nein zu sagen. Das ist zu gut. Oh. Aber ich würde mal vorschlagen, dass ich das sogar richtig schön altmodisch ins Schiff einlagere. Auf geht's. Ich würde gerne eine Spawn-Plattform uralten sehen. Ach, wir brauchen ja noch Opfergegenstände für ihn, ne? Ah, das könnte natürlich der uralte Samen sein. Das weiß ich jetzt nicht. Und da ist noch ein Spawner. Pilze. Wow. Was für welche? Ich glaube, das ist schon wieder eine Trollhöhle, oder? Ah ja. Trollhöhle. Troll? Ja. Hier ist noch alles voll mit Zinn. Sehr schön. Sehr schön. Blaubeeren. Ich lasse den Spawner da jetzt einfach mal ganz kurz in Ruhe. Wenn die mich auch in Ruhe lassen. Oh, alles voll mit Zinn. Da ist er, der Spawnplatz. Direkt am Wasser. Das ist... interessant. Okay. Moin, Moinsen. Na. Verbrenne ihren Nachwuchs. Ah, uralter Samen. Warte, ich glaube, es wäre dumm, das jetzt zu tun. Ich hole mir noch mal einen. Oh! Schamane mit Sternchen. Das muss ja nicht sein, ne?
So. Ja, es sind die uralten Samen. Kann sein, dass es natürlich, weil es hier vier Stück sind, dass ich auch vier Stück brauche. Dann weiß ich das jetzt aber. Oh Gott. Ich kann es nicht sein lassen. Ah, ich brauche noch einen dritten. Okay. Na, aber noch eine Mission für heute. Einen dritten uralten Samen besorgen. Dabei gucken wir uns hier natürlich um. Ich würde sagen, wir nehmen auch die Pflanzenwelt soweit mit. Hui, Husten wird schlimmer. Ei, ei, ei. Ey. Danke. Brauchen noch einen Spawner. Da vorne ist doch schon direkt einer. Ach, wie praktisch. Mit dir. So, die Marmelade spare ich mir mal. Wir haben ja jetzt hier nichts Großes mehr vor. So. Dritter uralter Samen. Perfekt. Ist natürlich ist interessant, dass ich direkt an so einem Spawner angelegt habe mit dem Boot. Hätte ich das nicht getan, wäre ich nie auf die Idee gekommen, die kaputt zu schlagen. Dann hätte ich die uralten Samen erst mit den Gedanken machen müssen, wo ich die her habe. Jetzt hätte ich aber wirklich gern auch langsam mal den Händler. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass das hier nur eine kleine Insel ist. Das ist so... Das heißt, wir können heute noch ganz entspannt diese Insel hier erkunden. Kupfer. Na gut, wenn mein Träum mit Baumstamm jetzt entgegenkommt... Oh, da ist einer. Hast du einen Baumstamm? Jo, komm! Hatte ich ja gesagt, probieren wir aus. Hier, Kupfer. Mach was! Gut. Vielleicht sollte ich... Dachte ich eine Ausweichtaste? Moment mal. Das läuft gerade nicht so toll. Willst du mal schlagen? Ja, ja, ja. Oh yeah. Okay. Okay, die Grauzwerge nerven mich da parat ein bisschen. Hup. Hup. Alter, Leute. Ausdauer. Ich sehe mich noch sterben hier in der Folge. Hat der hier überhaupt was abgebaut schon? Wenn ja, mal mehr. Mal mehr. Muss die Grauzwergen loswerden. Ich bin von deiner Kupferabbauqualität nicht überzeugt. Oh.
Okay. Ein Grauzwerg weniger. Nein! Oh, der hat gesessen. Boah, wenn der Bomb mir auf den Kopf gefallen wäre. Hier ist noch das Kupfer. Zeig mir, was du kannst. Komm! Oh, doch! Ah! Er hat was getan. Ah, ja. Hast du nicht getroffen? Das ist schade. Ah! Okay, ich bin nicht länger ausgeruht, das heißt, jetzt sollte ich vorsichtig sein. Meine Ausdauer regeneriert sich jetzt nicht mehr so toll. Okay, ich muss mit dem Brandfeind jetzt arbeiten. Oh ja, was geht gut. Oh, kommst du von hier? Nee, du kommst von einer anderen Höhle, wo ich war. Ah, oh, Ausdauer. Noch ein Spawner. Oh Gott, ich mache hier nur Mist. Und zwar richtig. Boah, hast mich nicht getroffen. Das finde ich gut. Jetzt hat er mich getroffen. Ah! Das finde ich nicht ganz so gut. Hä? Ach da. Mist, was habe ich getan? Wow! Okay. Vorsicht walten lassen. Ja. Leicht peinliches Unterfangen, was ich hier tue, ne? So, das sollte sich gleich ausgetrollt haben. So, geht weg! Ihr Mistviecher! Ah, Leute! Alter, wie der Kopf hier rollt! Er nimmt nichts mehr auf alleine gerade, das ist schade. Warum nicht? Stress? Geh weg. Och. Mann. Habe ich das automatisch aufnehmen mit irgendwas abgeschaltet? Panisch auf den Tasten umdrücken zum Beispiel? Ha! Ich muss mal ganz kurz gucken. Einstellung.
Steuerung. V. Na. Ah. Ich habe wahrscheinlich tatsächlich... Ah. In voller Panik auf V rumgedrückt. So. Der Troll kam aus dieser Trollhöhle hier vorne, die wir gesehen haben, glaube ich. Das heißt, rein theoretisch müssten wir da jetzt rein können. Ohne. Wow. Die kam vom Herzen. Rein können. Ohne. Das. Jemand Einwände hat. Oh, fuck! Doch! Okay. Doch, hat jemand Einwände. Ist okay. Vollkommen in Ordnung. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Dann lass uns doch jetzt noch einmal uns vorbereiten und dann starten wir beim nächsten Mal mit dem Bosskampf. Moin. Vor allem, mir fällt gerade ein, wir haben das Kupfer bekommen. Wo wir den Troll drauf einkloppen lassen, haben gar nicht mitgenommen. Ein paar Sachen hat er ja mit Sicherheit erwischt. Es ist ja dumm gelaufen. Oh, willkommen zu Hause. Beeren. Pilze. Pflanzen. Wir werden jetzt das Trolleder noch verbauen. Ist wichtig. Auf jeden Fall können wir uns auf jeden Fall auch neue Portale bauen. Sehr schön. So, Stein habe ich hier. Schau mal kurz unsere Lederrüstung, also unsere Toll-Lederrüstung machen wir hier, ne? Ist jetzt natürlich einfach nur wieder Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich kriege... jetzt Rüstung 10. Und jetzt haben wir... Warte, kann ich hier gucken. 8. Kriegen wir da 2 für 4 Leder. Das gleiche hier. Eigentlich wäre es geil, wenn wir uns so langsam auch von dem Lederbrustpanzer trennen. Aber jetzt im Moment kriege ich mit den anderen Sachen einfach noch mehr rausgeholt. So, Hosen. Aufwerten. Oh, die gehen sogar noch ein höher. Oh, bin begeistert. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben 2 rüber. Brandpfeile hätte ich gerne noch ein paar. Holz, Harz, Federn.
kann noch mal Feuersteinpfeile machen. Ich glaube, die sind nämlich gegen Trolle ganz geil. Und auch zur Jagd. Weil wir die wahrscheinlich unterwegs auch ganz entspannt looten könnten. Machen wir mal die 100 voll. So. Gut. Wollte noch mal gucken, ob ich den Bogen noch aufwerten kann. Schauen wir einfach mal. Wahrscheinlich ist die Antwort einfach nein. Ah, Lederreste. Das ist das Einzige, was fehlt. Stechen 31 und jetzt sind wir bei. Ich glaube, wir sollten uns noch mal ein paar Schweine suchen. Ja, eins, um genau zu sein. Ah. Aber das ist doch eine Ansage. Dann gehen wir nämlich noch mit einem aufgewerteten Bogen los. Probieren wir mal aus. Meistens ist ja irgendein Schwein hier vor der Tür. Große freie Fläche. Das ist der nächste Irre. Ihr habt hier kein Wasser, wisst ihr, oder? Das sind ganz schön viele hier. Und der gibt mir einfach keinen Loot. Das finde ich ja gemein. Ja, Hirsch, alles gut. Von dir will ich gerade gar nichts. Ein Schwein. Hirsch. Soll ich mal eine Leiche? Okay, ein paar mehr Hirsche, okay. Okay, ich dachte jetzt ernsthaft, das geht ein bisschen flotter. Da ist noch ein Hirsch. Ja. Ha! Na? Lederreste? Jawohl. Aber man kann Schweine auch züchten, wenn sich das nicht geändert hat. Aber unter normalen Umständen, glaube ich, tut das nicht Not. Nur ein einzelnes Schwein? Na ja, gut, ich brauchte auch nur eins, aber. Ich hätte auch mehr genommen. Ja. Dann lass uns jetzt doch mal schnell den Bogen aufwerten, bevor ich das beim nächsten Mal doch wieder vergesse. Also. Ist mir ja quasi in die Axt gerannt.
Ja, Nixon. Und wie viele schon wieder? Nehme ich mit? Bei Nixon-Schwänzer haben wir einfach nicht viele. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie wichtig sie überhaupt sind. Aber ich mag es nicht, von irgendwelchen Dingen nicht viel zu haben. Ja! Mit der Hand! Jane Hammerfaust. Oh! Hi! Hause. Jo. Was brauchen wir jetzt für den Bogen? Lederreste, Hirschfell, Holz. Zack. Aufwerten. Bogen. Maximalqualität. Nice, so mag ich das. So. Nee, dann wär's das für heute gewesen. Beim nächsten Mal werden wir nochmal an der Kupferstelle versuchen vorbeizukommen, wo der Troll ein bisschen gewütet hat. Anschließend werden wir uns auf den Weg machen zum Uralten und mal schauen, wie gut wir klarkommen. Ich weiß, man kann hier natürlich noch mit ein bisschen Grind noch so einiges optimieren. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Und als nächstes kommen dann Eisenmaterialien. Und die finde ich dann auch schon wieder ein bisschen geiler. Zack, zack, zack. Vor allem, ist das nicht schön? Ich laufe hier einfach rum und sortiere mein Inventar aus. Ordnung. Ich weiß, wie lange das schon wieder gedauert hat, bis das ging. Bin ja fast schon stolz auf mich, dass das geklappt hat. Ha. Marmelade sollte ich aber nochmal mitnehmen. Für den Kampf fände ich es nicht schlecht. Ja, gut. Das war ehrlich gesagt nicht der Plan. Naja, ist okay. Ist dann so. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Nächste Folge wird auf jeden Fall immer noch ohne Kamera sein, da ich die jetzt versuche noch in meiner Krankheitszeit aufzunehmen. Alles darüber hinaus werde ich spontan machen müssen, regeln, planen, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.